Hallo, liebe Solopreneure in dieser Gruppe Herzgetriebenes Business und Marketing. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wollte mich einfach kurz melden und euch wissen lassen, wo ich mit meinen Überlegungen stehe, hinsichtlich der Gruppe und auch hinsichtlich den Videos in nächster Zeit. Weil ich hatte ja die Inspiration im letzten Jahr Videos zu drehen zum Thema Thriving in Your Business und in Your Life als Solopreneur. Und das hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Und in letzter Zeit, in den letzten Tagen und vielleicht sogar Wochen, merke ich, dass ein neues Thema so nach außen will, an die Oberfläche kommt sozusagen. Und ich wollte heute ein wenig darüber reden und schauen, ob ihr das auch spannend findet. Nämlich, und ich habe das gar nicht vorbereitet, deswegen rede ich einfach so aus der, sagt man, aus der Tüte raus, aus der Handtasche, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, ganz spontan. Und zwar, ich sehne mich nach Einfachkeit und nach Leichtigkeit in meinem Business. Und wenn ich hinausschaue in die Welt, in den roten Ozean, wenn man so will, dort, wo alle sich tummeln, die Ähnliches machen wie ich, dann merke ich, es geht ein Trend in Richtung Komplexität. Komplexität dahingehend, dass man komplexe Funnel hat, also Marketing- oder Verkaufstrichter, dass diese auch sehr technologische Natur sind, von dem Freebie auf der Landingpage bis hin zu dem Autoresponder, den Tags, wer hat was aufgemacht, was sende ich als nächstes, das Monitoring von Facebook-Anzeigen, ständig reinschauen, wie die Dinge laufen, neue Anzeigen anstellen, und. Und ich merke, dass das überhaupt gar nicht das entspricht, was ich kreieren möchte und was ich erleben möchte in meinem Business aktuell. Nicht, dass es nicht in der Vergangenheit Platz hatte oder dass es sogar in Zukunft wieder Platz haben könnte. Aber ich sehne mich nach einem Low-Tech, High-Touch-Business. Was heißt das? Ein Low-Tech, High-Touch-Business, und fangen wir einfach mit dem High-Touch an, weil es mich anspricht. High-Touch heißt, dass meine Beziehungen in den Vordergrund stehen und dass ich in Kontakt stehe mit einzelnen Personen, die ich per Namen kenne und wo ich auch weiß, nicht nur wer sie sind und was sie in ihrem Business machen, aber was ihnen bewegt. Heute war ein Beispiel, ich habe gerade in meiner Facebook-Gruppe, Duke ist da hinten und schlägt sich das Bein ab. Könnt ihr das sehen? Und ebenfalls, ich war in meiner Gruppe für 1:1-Kunden und ich hatte einfach das Bedürfnis, dort ein Live-Video zu drehen und jeden Einzelnen, der neu dazugekommen ist, mit Namen anzusprechen, den anderen da zu sagen, was ihre Website ist, woran sie arbeiten in ihrem Business. Wirklich zu sagen, hey, ich sehe dich, ich kenne dich, ich weiß, was dir wichtig ist. Und hier, ich möchte andere Kunden, dass ihr das seht und wisst. Also das meine ich mit High Touch, dass du die Leute wirklich kennst, mit denen du zusammenarbeitest und dass du Leute wirklich kennst, für denen du Dinge kreierst. Und dass du weißt, was sie bewegt, was ihnen wichtig ist. Das ist dieses High Touch. Und auf Englisch würden wir sagen, du bist accessible. Das heißt, du bist zugänglich für diese Personen. Sie können dir eine Facebook-Nachricht schreiben, sie können dir eine E-Mail schreiben. Du bist nicht irgendwo so ein Riesen-Guru-Person irgendwo hinter einer Wand, die man gar nicht zum Erreichen bekommt. Das ist High Touch. Und Low-Tech, glaube ich, erzählt sich von selber, nämlich, dass man die Kommunikation, die man anstellt für sein Business, in seinem Marketing, um in Kontakt mit diesen tollen Menschen zu kommen, dass sie zwar schon über Technologie stattfinden kann, ich tue das ja auch, ich habe ein Online-Business, ein virtuelles Business, ich rede mit euch gerade über Facebook Live, das hat mit einer Technologie zu tun, aber das Low-Tech heißt,
einfache Mittel, dass ich eine E-Mail rausschieße, dass ich kurz ein Facebook-Live-Video mache und nicht so ein komplexes Gefüge aufbaue mit ganz viel Vorlaufzeit, wo man fast ein gesamtes Team braucht und mehrere Wochen, bis überhaupt die einfachsten Dinge sitzen, damit ich überhaupt mit jemandem kommunizieren kann. Also das meine ich, also Low-Tech versus High-Tech. Und dann ziehen wir schon wieder beim nächsten Thema, was mich reizt, wo ich einfach für mich spüre, ich schwimme in eine andere Richtung wie der Markt. Vielleicht sagst du, oh, es gibt andere, die das auch so denken, aber vielleicht nicht. Und zwar, da gibt es da draußen so eine Idee, wenn du ein erfolgreiches Business haben möchtest, dann brauchst du ein großes Team, das dich unterstützt. Du musst ganz viele Dinge delegieren. Du musst ein CEO in deinem Business werden und du musst Leute führen können und ganz viel abgeben, whatever. Ja? Und ich weiß von mir persönlich, ich habe 14 Jahre in diversen Online-Agenturen in ganz Deutschland gearbeitet und zwar in führenden Rollen. Ich war mit 26 Jahren Abteilungsleiterin online, also von neuen Medien in einer Agentur für PR und ein Ingenieurstudio und PR-Agentur. Und ich hatte 26 Leute, witzig, ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber das war so, habe ich geführt und ich war für Evol zuständig, ich habe die Gehälter mit ihnen verhandelt, ich habe die Mitarbeitergespräche mit ihnen geführt, ich habe geschaut, dass sie gefördert werden, dass sie aber auch ihre Aufgaben erledigen und zwar in dem zeitlichen Rahmen, im budgetären Rahmen, wie wir vorgesehen haben, bei den Aufträgen. Also es war wirklich eine Führungskraft, also mit ganz jungen Jahren. Und immer wieder bin ich in meine Karriere als Angestellte in diese Positionen reingeraten. Frag mich nicht wie, wahrscheinlich, weil ich einfach generell eine Natural Leaderin bin vielleicht, was ich eigentlich glaube, dass wir alle sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Und was ich für mich gemerkt habe, je länger ich in Führungsposition gewesen bin, auch zuletzt, die allerletzte Stelle in den Agenturen, ist, dass ich Strategiedirektorin war in einer Agentur. Und ich hatte zwar nicht so viele Mitarbeiter in dieser kleineren Abteilung, aber ich habe gemerkt für mich, das ist nicht mein Weg unbedingt, Teams zu leiten, Mitarbeiter zu führen. Und es macht mir eigentlich gar keinen so großen Spaß, das zu tun. Und ich bin darin okay. Ich bin aber nicht in meiner Genius-Zone, in meiner Brillanz-Zone, wenn man so will, wenn ich in dieser Rolle bin. Und eigentlich einfach, weil die Freude mir fehlt, das über Zeit Leute zu entwickeln und anzuführen und ständig in Kontakt mit dem Team zu sein und diese zu steuern. Das heißt, für mich ist ein attraktives Business, ein Business, wo ich ein Team zwar habe, aber dafür weniger Leute, mit denen ich über längere Zeit sehr loyale Zusammenhang stehe, bin, wo das Team schlank ist. Schlank. Und wo die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sehr, sehr eigenständig arbeiten, mitdenken, proaktiv denken und so weiter. Also, High Touch, Low Tech, kleines Team. Und jetzt, wo wir bei schlank sind, komme ich zu dem nächsten Aspekt, was mich sehr interessiert, nämlich ein sehr schlankes Business zu haben mit einem schlanken Businessmodell und ein sehr schlankes Marketing und überhaupt ein schlankes Geschäft. Und was heißt das für mich überhaupt? Das heißt für mich, dass ich einfach weniger Technologien habe als mehr, es sei denn, es nützt, es dient der Automatisierung von Prozessen, dass ich nicht so viele, ewig viele Produkte habe und Dinge, die ich ständig launchen, herausbringe, sondern mein Businessmodell dieses Jahr basiert auf 4 einfachen Produkten und Programmen. Mehr nicht. Also nicht, dass es nicht noch mehr geben könnte, aber es ist super reduziert und auch die Art und Weise, wie ich das an den Mann oder die Frau bringen möchte, es sollte mit wenigen Teilen zu tun haben. Vielleicht kennst du das von einem, sagen wir mal, einem Motor, was in einem Auto ist. Stell dir vor, das sind sehr viele Teile in einem Motor, die ineinander greifen müssen. Es ist ein komplexes Gefüge. Und wenn ich das vergleiche mit einem Auto, mein Geschäft sollte eher laufen wie ein Fahrrad. Es hat einfach 2 Pedale und diesen Chain.
Wie heißt das auf Deutsch? Hilf mir. Ich sehe, neun Leute sind gerade live dabei. Ich kenne, sehe keine Namen oder Gesichter. Meldet euch einfach mal schnell, wenn ihr Lust habt. Und hilf mir mit diesem Board. Wie heißt dieses Teil auf einem Fahrrad, was über diese Haken geht, wenn man pedaliert, wenn man dreht? Ja, ihr könnt mir helfen in der Hinsicht. Das wäre sehr nett. Ja, also ich hätte gern ein Fahrrad, was sehr einfach ist. Und warum überhaupt? Weil meine Vorliebe aktuell, meine Persönlichkeit aktuell verlangt diese Einfachkeit, diese wenig Komplexität. Ach, Lena ist da. Lena, vielen Dank. Kette. Romy hilft mir auf. Michaele kommt mit Pedal. Bettine mit Fahrradkette. Sehr gut, sehr gut. Danke für eure Unterstützung. Und jetzt sehe ich euch, dass ihr auch da seid. Ja. Also, ich habe Lust nach dieser Einfachkeit und das weniger moving parts, würden wir sagen auf Deutsch. Das heißt, ein simple business, ein schlankes business, was sehr leicht ist zu führen. Was hat das für Vorteile überhaupt? Naja, wenn ich nicht so viel zu managen habe, weil ich schlanke Produkte habe, schlanke Prozesse und all das, kleines schlankes Team, dann habe ich nicht ewig viele To-Dos ständig die ganze Zeit, die abgearbeitet werden müssen. Ich habe nicht 100 Dinge, die ineinander greifen, wo ich einen Projektplan brauche, wo ich ständig das monitoren muss. Und ich muss nicht hochtechnologisiert täglich reinschauen, keine Ahnung, über welche Verkäufer und solche Dinge. Und weil das alles wegfällt im Außen, habe ich viel mehr Zeit, um mit Duke spazieren zu gehen und mit Freunden abzuhängen. Oder ich hatte den Fall diese Woche am Dienstag, eine sehr gute Freundin von mir, meine beste Freundin sogar, hat eine wirklich Krisensituation. Sie hat ein Problem mit ihrer demenzkranken Mutter und ich konnte einfach meinen Laptop ins Auto packen, zu ihr fahren, aushelfen, ein Schulter zu sein, wo sie heulen konnte, wo sie mit mir reden konnte. Ich konnte auf ihre Mutter aufpassen und trotzdem nebenbei meine geschäftlichen Aktivitäten hinbekommen, weil das so schlank ist momentan und irgendwie nicht meine gesamte Zeit, wo ich hocke 12, 14 Stunden am Tag am Rechner und ganz gestresst dasitze. So, ich habe einen Lifestyle, was sehr viel mit Freude, mit Leichtigkeit, mit anderen Dingen außer meines Geschäfts zu tun haben. Wenn mein Geschäft so komplex ist, dann habe ich das Gefühl, ich bin da ständig nur eingebunden und ich habe keinen Platz für was anderes, oder? Okay, so, das ist so in etwa die Richtung, in dem ich gehen möchte. Was auch noch hinzukommt, ist das Ganze, die Energie und das Mindset, was dazu gehört. Und ich habe heute ein wenig mit meinem One-to-One-Kunden darüber geredet. Und zwar, mein Ziel für dieses Jahr ist, dass ich einfach auch mein Business auf eine höhere Ebene aus betreibe. Und in dieser Ebene bin ich geführt von der höheren Intelligenz. Ich empfange Impulse. Ich muss nicht immer selber alles ausdenken und pushe so hart, sondern ich lasse es zu mir kommen und fließen und empfange es. Das ist das eine. Das andere ist, ich lebe das Ganze in Dankbarkeit und in Freude. Und dass immer wieder, wenn ich herausfalle in irgendwie Business ist schwer, ist es irgendwie schwierig, dass ich merke, nein, das stimmt überhaupt nicht. Es von hier oben auf eine höhere Ebene des Führens des Geschäftes darf alles leicht und easy und freudig und im Fluss sein. Es ist nur die Frage, bin ich gerade dort oder bin ich offline? Und diese höhere Ebene führen ist auch ein wichtiger Aspekt. Und was ich mir vorstelle, wenn es euch interessiert, ich möchte nicht hier mit anderen Leuten reden, die sagen, oh, ich würde gern lieber komplex und passives Einkommen und den ganzen Tag vor meine Facebook-Anzeigen setzen und ganz viele komplexe Funnels aufbauen. Wenn das für dich ist, dann sage ich, hey, cool. Das hat Platz in dieser Welt. Es gibt Menschen, die das total cool finden, aktuell, wo sie eine Riesenfreude daran finden. Aber wenn du nicht dazu gehörst und du was anderes hören möchtest, dann würde ich ganz gerne in den nächsten Wochen mit euch dieses Thema explorieren. Simple Business. Simple Six-Figure Business, wenn man so will. Weil ich glaube auch, dass viele da draußen, ihr wollt ja ein sechsstelliges Geschäft, auch wenn ich nicht so gerne das in den Mund rede und über Umsätze, aber doch, es ist eine Menge, wo es beginnt, richtig Spaß zu machen in deinem Business. Es ist so einfach, weil die kommen die ganze Thumbs up und
welche Gesichter und all das. Ja, weil wir in Deutschland Steuern zahlen und Abgaben haben und Kosten für das Team, das soll bei dir was hängen bleiben. Es macht mir auch Spaß, ein mehrstelliges, sechsstelliges Geschäft zu haben und vielleicht ein sechsstelliger Profit im kommenden Jahr. Das ist mein Ziel nämlich für das kommende Jahr. Das heißt, das eine schließt das andere nicht aus und ich würde gerne beginnen, dieses mit dir, mit euch zu explorieren über die nächsten Wochen. Und ja, wenn es euch freut und ich sehe schon die ersten Thumbs up, dann schreibt mir im Kommentarbereich, weil ich weiß, es ist ein bisschen mühsam manchmal, nach dem Video vorbei, es gehen alle auseinander, aber schreibt mir wirklich, ja, ich bin interessiert und ich möchte das hören und hier ist der Grund dafür und worüber du in letzter Zeit nachdenkst in dieser Hinsicht. Und dann würde ich nächste Woche, oder nee, nächste Woche nicht, ah, nächste Woche habe ich eine Free-Flow-Woche. Wüsstet ihr, dass ich in meinem Business einmal pro Monat eine Woche frei mache, sodass ich einfach mehr Zeit für mich habe? Das ist nächste Woche, aber übernächste Woche, wenn ich wieder im Geschäft bin, dann würde ich ein Video, ein erstes Video dazu drehen und wir würden explorieren gemeinsam dieses Simple Six-Figure-Business, was sehr schlank ist und sehr freudig. Okay, gut, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, ein total tolles Wochenende, was bald kommt. Und wir sehen uns übernächste Woche mit dem ersten Video, wenn es euch freut. Bis dahin. Tschüss zusammen.